Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stray. Bei der Folge vorab eine kleine Information. Es gab ein paar Probleme beim Rendern. Mir sind die letzten 15 Minuten von der Aufnahme kaputt gegangen. Deswegen wird es ein offenes Ende geben, also so ein Ende, wie ihr aus meinen anderen Formaten gewöhnt seid. Wenn ich zum Beispiel Aufnahmesessions mache, wird es hier geben. Aber ich werde in der Folge darauf, werde ich den Part nochmal spielen, den ich in der Folge gespielt habe, aber die natürlich nicht mehr vorhanden ist. Also ihr werdet alles sehen, ich werde einfach das Kapitel neu starten. Ich wollte euch nur diese kleine Vorab-Information geben und wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß bei Stray. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stray. Es geht weiter in dem Stadtzentrum. Letzte Folge haben wir uns ein bisschen das Stadtzentrum angeguckt und haben einige nette Talks gehalten, aber haben Clementine immer noch nicht gefunden und jetzt schauen wir in der Wohnsiedlung nach, wo die ganzen Leute gesagt haben, dass sie eigentlich wohnt. Also schauen wir uns mal hier in diesem Wohnblock um. Ich will immer zu diesen Automaten, weil ich unbedingt wissen will, ob da was drin ist. Was macht er? Hey, Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. So in der Kamera. Das Leben ist langweilig, seitdem die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben. Ja, das muss Kacke sein. Hä? Diese Kassetten gehören uns. Weißt du? Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür musst du etwas für Yemen, Maiko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Halt schaffen? Die Sicherheitskameras. Okay, ich guck mal, was sich tun lässt. 3 Kameras an der Zahl. Fünf und ein Punkt und 5 und 3 Punkte waren es, glaube ich, oder? X. 5 und 3 Punkte war es. Das ist ihr Haus. Also ihre Zimmernummer. Wenn es so geordnet ist wie unten, dann müsste es oben auf der rechten Seite sein. Ja. Na, schön, wir können in der Schachtel rein. Ey, 3 Kameras müssen wir entfernen. Geil. Wir können jedes dieser... Hier ist noch einer. Dafür gibt es bestimmt eine Errungenschaft. Wir können uns hier drin verstecken. Kameras, wo ist noch eine? Ah. I see. Und jetzt kriegen wir von denen dann eine Kassette. Hier auf jeden Fall noch weiter hoch, aber wir holen uns jetzt erstmal die Kassette und hören sie uns auch an.
Ich glaube, hier wird es so eine Schleichmission geben. Oder? Das ist doch ein bisschen naheliegend, oder? Warum sind hier so viele Kartons? Ja, es muss fast so sein. Oder irgendwas, um jemanden zu erschrecken. Ah, das finde ich doch gut. Jetzt hören sie wieder Musik. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Kassettenband erhalten. Und wir wissen aus der letzten Folge, wo wir dieses Kassettenband abspielen. Das werden wir auch noch schnell machen, weil ich bin Geheimnisentdecker Meister. Deswegen, das müssen wir jetzt gleich machen. Warte, wo war denn der Klamottenladen? Ah, hier, ja, genau. Waren wir hier hinten überhaupt schon? Zur Hölle mit den Wächtern. Lang leben für die Außenweltler. Also nicht lang leben die Außenweltler. Hier können wir auf jeden Fall nicht rein. Hier können wir jetzt eine Kassette abspielen. Der ist hier immer noch drin. Oh. Geil. Das ist eine gute Mucke. Verdammt, wie schalten wir dieses Ding nur ab? Schön. So, dann gehen wir jetzt weiter wieder in das Viertel und suchen nach Clementine auf jeden Fall. Geile Beats. Geht doch. Okay, wir brauchen 5 und wir schauen jetzt nochmal. Ja. Ach, warum mache ich das immer? Ich muss mit X drauf. Wir brauchen 3 Punkte und 5 Punkte. 5 und 1. 5 und 2. Okay, nein, auch nicht. 2 und 2, 3 und 2. Und 2. 2 und 1. 2 und komplett voll. 2. Mach mal hier noch Radio an. Ist es Clementine? Hier ist ein Wasserschlauch. Ich
5 und 3, das ist auf jeden Fall zu. Was bist du eigentlich? Da hinten ist eine Adresse. Es ist genau hier. Wir müssen hier eh rein. Ein bisschen. Sieht eigentlich ganz schön aus hier. Okay, ja, erstmal die Lampe kaputt machen. Gut gemacht, Daniel. Okay. Wollte ich uns gerade eine Tischlampe überziehen? Ich dachte, du wärst ein Gesandter, egal. Wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hat Zabaltazar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, da muss ziemlich... Du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folg mir. Ja, wir werden dir folgen, Clementine. Auch wenn ich nicht mag, dass du uns irgendwie klein genannt hast. Wir sind klein und niedlich, aber haben alles bis jetzt geschafft. Das ist so eine richtige Verbrechensaufklärungswand. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe ihm diese Nachricht. Okay, neue Nachricht halt. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voller Informationen. Halt dich nur von den Wächtern fern. Okay, klar. Nochmal, das muss ich. Finde die Autobatterie. Finde die Atombatterie. Manifest der Außenweltler um jeden Preis. Ich finde meinen Kontaktmann. Er kann dich in die Necorp schleusen. In die Necocorp schleusen. Mein Gott, Daniel, heute ist schlimm. Heute ist sehr schlimm. Was ist hier? Oh, was für ein schöner Platz hier. Oh mein Gott. Richtige Chill-Ecke hier. No. Mal schön wieder den Kameraflug genießen.
Ihr kennt das, ja? Oh, wie schön. Boah, draußen mit den Neonlichtern und so, das sieht schon geil aus. Mit dem Mond. Mit diesem Sichelmond. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Musik ist auch sehr schön. So. Lange genug ausgeruht. Oh, Strecki, Strecki. Hier ist hier sonst noch was zu entdecken. Aber es ist voll die chillige Wohnung, würde ich sagen, gell? Hat aber echt viel Pflanzen auf dem Klo. Ja, jeder wie er will, würde ich sagen. Boah, Alter, ist voll grell hier. Soll ich mal probieren, meine eigene Variante von dir zu bauen? Ich wette, jeder würde eine haben wollen. Auf jeden Fall. Er hat keine Goldkette, aber er hat eine Bomberjacke. Das ist jetzt auch nicht wirklich eine Bomberjacke, ja. Wir gehen jetzt mal weiter und suchen nach der Kontaktperson. Jetzt sitzen hier welche oben. War es vorher auch schon so? Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Hä? Was für eine Höhle meint er denn? Hä? Was meint er für eine Höhle? Wir haben uns doch überall umgeguckt. Was meint er denn? Okay, okay, okay. Aber wo war's nochmal? Wo geht's nochmal runter? Hier muss es irgendwo runtergehen. Hä? Wie doof. Den mit der Bomberjacke und der goldenen Kette. Die sind hier schön am Abchillen. Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Der hier. Oder? Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stublache zurückkommt und mir hilft, diese Hütte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Dein Laden ist jetzt auch. Ja, und warum darf da nicht rein? Niemand kann in den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Und die beiden
die beiden so in und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Okay, wir müssen erst den Typen in der Bar finden. Er ist immer noch damit beschäftigt, die Musik aufzu... Wo waren jetzt nochmal die Bar? Da ist der Laden. Der Friseur hat offen. Weißt du, Arbeit ist Arbeit, Sleepy. Verlier nicht den Kopf darüber. Oh, das ist eine schöne Anspielung, finde ich. Weil hier einfach ein Kopf ist. Autsch. Was ist das denn für ein komisches Gefühl? Oh, finde ich schön. Oh, hier ist eine Erinnerung, schön. Dieser Friseursalon war ein sozialer Treffpunkt, an dem die Menschen zusammenkamen, redeten, Witze erzählten, Geheimnisse austauschten. Es war ein fröhlicher Ort. Selbst nachdem die Menschen fort waren, haben die Gefährten den Laden am Laufen gehalten. Es stellt sich heraus, dass Haare für einen erfolgreichen Friseursalon nicht unbedingt notwendig waren. Schön. Eine Erinnerung haben wir tatsächlich noch nicht so gefunden, wie ich finden wollte. Da ist die Bar, genau. Oh, ein Typ mit einer Bomberjacke und einer Goldkette, der eine Goldkette... Ja, ich glaube, ich habe so einen Typen heute schon gesehen. Er war in der Nähe des Clubs, glaube ich. Ah, da ist der Arbeiter. Ah ja, wir müssen ihm jetzt was auf den Kopf fallen lassen. Richtiger Rostkopf. Er muss jetzt weiter in die Arbeit, aber seine Einzelteile sind schon sehr verrostet. Wir gucken uns das natürlich noch ein Stückchen an. Alles gut. Er wird jetzt da hinlaufen und irgendwo in der Nähe des Clubs. Aber war das nicht der Club? Ah, und jetzt lassen die uns in den Laden. Jetzt tragen die uns in den Laden. Ich verstehe. Ah ja. Ah, ein cooler Trick. Coole Mechanik. Was mag ich ja. Das sind auf jeden Fall die Hüte.
Erstmal einfach, weil wir es können. Haben wir hier auch einen Weg reingefunden. Warum sollte ich jetzt hier reingehen? Wir haben einen Hut erhalten. Arbeiterhelm. Ah, so können wir vielleicht jemanden dann bestechen. In der Nähe des Clubs. Das ist doch kein Club, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir hier da zeigst. Aber geh doch mal zu meinem Freund hier drüben, der zufälligerweise eine ganze Menge weiß. Weißt du was? Mein Freund hält... Ja, okay. Das ist Blazer. Wir haben früher mal zusammen gearbeitet. Das letzte Mal... Als ich von ihm hörte, mietete er einen Plan gegen die Neko-Corp. Okay, danke. In der Nähe vom Club. Ich hab zu tun, was willst du? Woher hast du das? Oh, du bist... Du bist dann bei den Außenwelt mein Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Oder Atomarbatterie? Die Batterie versorgt Necorp. Fabrik hier. Die Batterie versorgt die Necorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Die kontrollieren jeden, der das Gelände betritt, und die schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorgt mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Okay. Dann brauchen wir jetzt theoretisch nur noch die Jacke. Und ich schätze, dafür haben wir das mit der Musik schon gemacht. Und jetzt können wir hier irgendwo diese Jacke holen. Schon eine coole Musik so. Wie kriege ich jetzt die Arbeiterjacke? Ich werde ihm jetzt kurz mal den Helm geben.
Geh und hol die Arbeitjacke und den Arbeiterhelm, damit wir reinkommen. Hier ist auf jeden Fall der Helm. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich brauche allerdings noch eine richtige Arbeiterjacke. Hast du auch so eine gefunden? Nein, bis jetzt noch nicht. Eine Arbeiterjacke. Warte, Moment, wir haben doch hier... Hier ist nichts offen. Dachte, irgendwo hier wäre ein Arbeiterding. Arbeiterjacke. Wo könnte ich eine Arbeiterjacke herkriegen? Ich hätte halt jetzt den Klamottenladen gesagt, weil da haben wir ja auch die Musik eingeschaltet und das ist einfach naheliegend dann. Oder vielleicht im Fahrzeug. Ah, da ist sie. Oh, lol. Ich hab sie. Let's go. Wir können rein. Ist es doch. Hammer. Hammer zusammen gemacht. Hammer gut gemacht. Hammer gut gemacht. Easy peasy. Lemon squeezy. So, jetzt geben wir ihm noch die Jacke und dann rein in die Fabrik, würde ich sagen. Hast du eine Arbeiterjacke? Bring mir die Arbeiterjacke. Mit, wenn du kannst. Ja, let's go. Perfekt. Die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Hä? Warum? Hä? Du bist ein Roboter. Hallo. Ja. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber das wird schon gehen. Okay. Spring in die Kiste. Ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Okay. Let's go. Rein in die Fabrik. Wir müssen auf jeden Fall die Batterie holen und müssen sie Clementine bringen. Wir sind drin. Wir sind in der Fabrik. Let's go. Er unterhält sich gerade mit denen. Müssen irgendwie darüber, aber dürfen nicht entdeckt werden. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall verstecken. Oh, ich mag solche Missionen, wirklich. Ich liebe sowas. Verstecken uns trotzdem mal. Weiß ja nicht, wie das hier jetzt aussieht. Ich glaube, wir können raus. Musik ist auch sehr gut. Ja, wir beobachten das jetzt aber erstmal kurz, wie die fahren oder wie die laufen.
Oha. Wir müssen warten, bis er rübergeht. Und dann, wenn er rübergegangen ist, müssen wir da an die Tür hoch.